haben doch eigentlich eine ganz, ganz wichtige Quest noch vor uns. Das noch. Und dann aber. Ich schwör's. Mensch, diese langen Reisen sind auch super. Die wichtige Frage ist eigentlich, wirkt das Navi jetzt gerade und würde uns das was sagen, wenn wir eine aktive Quest haben? Als ihr im Kloster eintrefft, seht ihr die Mönche in einer Schlange warten, worauf ist nicht ersichtlich. Lass mich raten, sie erweisen sich als würdig. Abenteurer, hier entlang bitte, ihr wurdet gerufen. Seid gegrüßt, Abenteurer, die VR-Maschine spielt verrückt, wir brauchen eure Hilfe. Jeder, der sich der Maschine nähert, wird sofort von mächtigen Trugbildern angegriffen. Werdet ihr uns helfen? Auch sicher. Xena schubst euch in Richtung der Maschine. Ach, die Gruppe wird angegriffen. Ui. Das sind wirklich mächtige Trugbilder. Ich glaube, das sind so Mid-End-Bosse gewesen, die wir schon irgendwo vernichtet haben. Wir gehen mal zu den Rändern und vernichten da ein bisschen herum. Wir hätten auch betäubt, ne? Das wäre natürlich schlau gewesen. Au. Oh. Oh. Ei. Au. Ah. So, das kann ich auch. Nicht ganz so effektiv vielleicht, aber ich kann es. So, Leute rum. Ein bisschen wenigstens heilen. So, Lebenstransfer. Was? War das denn? Hat er das jetzt umgedreht? Schweinebacke. Du spinnst ja wohl. Ach, der war verwirrt. Dumm. Das war natürlich echt blöd. Das, oh. Okay, einer. Okay. Das hat echt nicht viel gebracht. Es läuft nicht gut, liebe Freunde. Oh, oh. Au. Oh. Nein. Au. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es läuft echt nicht gut. So, immer noch verwirrt. Ja, so wollte ich das nicht mehr verwirrt, weil tot gewesen. So, das sieht doch besser aus. Wenigstens wieder etwas geheilt. Wieder 30 Schaden verteilen bei allen. Nein, nur 29. Okay, unterschiedlich. Ich glaube, Betäubung lohnt nicht. Wir versuchen einfach nach und nach die Gegner jetzt kaputt zu machen. Au. Verbrennen. Natürlich. Mit einer. Au. Oh. Alle verwirrt. Wir haben nichts. Ah. Okay, das brauchen wir jetzt. Ein Traum. So. Nicht mehr verwirrt. Heile dich mal selbst. Nicht viel, aber etwas. Pfeilregen auf jeden Fall. So. Betäubung oder Schattenkette? Nicht viel Schaden, aber in jedem Fall Schattenkette. Au. Au, schon wieder. Mensch. Okay. Na, ah, verklickt. Super. Ah. Mann, das sind echt schwere Kämpfe, aber gut. So, einmal ein bisschen heilen wenigstens. So, er darf wieder und Pfeilregen. Er nimmt irgendwie hier, der komische Frosch nimmt irgendwie wenig Schaden. 1, 2, 3, endlich. Au, oh. Wieder alle verwirrt, ein Traum. Können wir irgendwas tun? Wir müssen ihm eigentlich einen Trank geben, ne? Wo sind wir? Da. Ja. Okay. Schwein gehabt. Wahrscheinlich wird irgendjemand vernichtet werden, aber gut. Wir hätten uns den Dämon rufen sollen. Ist immer noch verwirrt. Bedeutet, wir essen. Und du
tötest hoffentlich sie. Jawohl, direkt mit einem kritischen. So, nur noch der Affe. Geht doch. Aha. Ich meine, ey. So. Einmal hochheilen. Immer noch verwirrt, ist natürlich doof. Lebenstransfer bringt nicht viel. 22. Ach, selber mal verwirrt, das wird immer noch verwirrt. Oh, ausgeklickt. Einmal Verteidigungsstellung. Auch verwirrt, Verteidigungsstellung. Ah, knäpplich. Ne, Moment, doch. So, puh. Das haben wir gerade eben mal geschafft. Kriegsaxt, Schaden 9, Drohung 9. Oh. Moment, Kriegsaxt. Schadendroh. Oh. Da müssen wir später mal gucken, aber da müssten wir wieder verzaubern und Geld für ausgeben. So, ein Level up. So. Erstmal rasten. Das ist ganz wichtig. Puh, schwierige Kämpfe, aber nun gut. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal und pausieren. Ja, leck mich direkt neuer Gegner. Alles klar, kein Problem. Haben wir halt noch einen schwierigen Kampf direkt hinterher. Gut, dass wir wenigstens pausieren durften. Ich dachte, wir schließen jetzt nur ab. Nein, nur einen. So, auf jeden Fall die Linie alte. Und hochgeheilt. Das ist ein bisschen blöd, dass unser Krieger zornig ist. So. Huch. Hä? Oh oh. Okay. Bei jedem Unilord kriegen wir Schaden, wenn wir den mit dem Kettenangriff da angreifen. Das ist nicht gut. Och nein. Versuchen wir es damit. Scheiße, scheiße. Mist. Kacke. Richtig mies. Okay, das war Müll. Oh. Okay, Lebenstransfer. So, er schlägt natürlich auf den Aua. Das sind echt entspannende Kämpfe. So, Moment, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ah, shit, das hat nicht gereicht. Wieder zornig. Auf jeden Fall Pfeilregen. Ich könnte kotzen, es hat nicht gereicht. Ja, und wieder hochgeheilt. Ja, super. Oh, das macht der zweite auch. Und der dritte macht's auch. Dann sind die alle wieder oben. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wieder hochgeheilt. Ich könnte kotzen. Die sind alle wieder oben. Experimente versuchen gerade. Ja. Das. Jetzt ist die große Frage, ne? Okay, machen wir es so. Egal. Passt so. Einer ist zumindest schon mal platt. Die anderen sind zwar alle wieder vollgeheilt, aber einer ist zumindest platt. So. Au. Immer noch verwirrt, da dürfen wir nichts tun. So. Aktivieren den Pfeilregen, wieder ein bisschen schwächen. Puh, kaum geschwächt, super. Nehmen wir ihn. Au. Oh. Bei jedem Angriff. Nicht gut.
gar nicht gut. Au. Au. Oh Gott, nicht noch einer. Lebenstransfer. Boah. Sehr kritisch. So. Einige Zustände entfernt. Nein. Sehr gut. Nächster kaputt. Alles klar. Hier vorne ihn. Schön, Zustand direkt weg. Und jetzt heilen sie sich wieder alle hoch. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Schön, vier Zustände. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht. So, hier hätten wir den Dämon. Gut, wir machen jetzt den Dämon. Ja, Dämon beschwören. Den hätten wir echt gut gebrauchen können. Der hätte wenigstens konstant immer zusätzlich einen Schaden. Einmal, gar nicht einen Schaden, aber 30 Schaden. Leute. So, jetzt gibt es auf den Kopf. So. Nur noch zwei. Nee. Wir fangen mit dem Kleinen an und dann kommt der dicke Oni. Einmal Zustand. Zweimal Zustand. Dreimal. Noch ein Zustand. Zustand sammeln hier. Au. So, lohnt ein Lebenstransfer? Das ist jetzt die große Frage. Immer. Aber vielleicht eher auf den Kleriker, das wäre gut gewesen. Eieiei. So, Kleriker ist dran, dann darf der jetzt mal mehr Leute. So, das ist gut. Erstmal den Kleinen. Und den Kleinen jetzt platt machen. Den nervigen Arsch. Nochmal einen Zustand sammeln. Und dann ist er weg. Endlich. So, wie viel Leben hat er denn eigentlich? Das wäre mal interessant. 500 nur. Dafür ist er aber ganz schön nervig. Sehr gut. Schwäche, das ist doch schon mal was Tolles. Und weg ist es. Na klar. So, wir läutern. Denn wir brauchen Heilung für alle. So. Jawohl, präparierter Pfeil einmal drauf. Einmal, zweimal, dreimal. Kein kritischer Schaden. Schade. So, Dämon beißt. Und noch einmal Pesthauch. Ja. Ja, beides wieder weg. So, den heilen wir mal hoch. Schön irgendwie, dass wir kaum Energieprobleme haben in der Runde. Weil wir so viel heilen müssen. So, geschafft. Kritisch, aber okay. So, und ein Level Up. Wir brauchen mal wieder Single-Schaden, ein bisschen mehr. So, ich will es jetzt eigentlich nicht riskieren, die Quest nochmal anzunehmen. Dum, 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 dum. So, nee, das machen wir beim nächsten Mal, ich riskiere es jetzt mal nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, 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 ciao.